Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Nachmittag, am frühen Abend, hier im schönen Lichtenberghaus zu unserem E&E-Diskurs Grundlagenforschung für Energie und Umwelt zu langsam oder der Zeit voraus. Mein Name ist Peter Stephan, ich bin Sprecher des Forschungsfeldes Energy and Environment, Energie und Umwelt oder kurz E&E. Wir haben heute den vierten E&E-Diskurs. Also inzwischen ist daraus eine Reihe entstanden. Eine Reihe, die, wie wir gleich sehen werden, beginnt mit drei Impulsvorträgen und anschließend mit einer Podiumsdiskussion. Peter Pelz wird alle Vortragenden und auch alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion nachher vor den entsprechenden Vorträgen und vor dem Podium einzeln vorstellen. Ich möchte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, insbesondere unsere externen Teilnehmer, Vortragenden und Podiumsdiskutanten hier kurz zu begrüßen. Das ist insbesondere Frau Eisenhardt, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Herr Kähler aus München, herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Mitmachen. Und Herr Kirsch, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Lassen Sie mich den heutigen Diskurs kurz einordnen. Einordnen in das Forschungsfeld E&E. Wir haben drei Forschungsfelder an der TU Darmstadt. E&E, I&I, M&M. E&E, wie gesagt, Energy and Environment. Was steckt dahinter? Zu E&E gehören 90 Professorinnen und Professoren, die sich da engagieren. Das ist fakultätsübergreifend. Hinter und mit diesen Professorinnen arbeiten etwa 900 Promovierende und da kann man fast nochmal mit dem Faktor 10 obendrauf rechnen, wie viele Studierende sich mit dem Thema Energie und Umwelt an der Universität, an der TU Darmstadt hier befassen. Ich sagte, es ist fachbereichs- oder fakultätsübergreifend. Insgesamt sind 11 Fachbereiche, also sehr breit verankert in der TU Darmstadt, an E&E beteiligt. Und E&E zu E&E gehören, wir werden das gleich sehen, ein Ziel ist auch, dass wir Verbundforschung fördern und dazu gehören insgesamt mehr als 20 Verbundforschungsprojekte. Unsere Forschungsschwerpunkte sieht man hier nochmal ganz schön aufgespannt, das sind 5 an der Anzahl und wir sind jetzt beim vierten E&E-Diskurs. Wir gehen der Reihe nach durch, das mache ich hier nicht. Wir sind heute hier bei dem Profilthema Thermofluids and Interfacial Phenomena. Sie sehen, das ist aufgespannt zwischen Analyse und Synthese, also eher Grundlagen und Anwendung, könnte man auch sagen, Bereitstellung von Ressourcen und Energie und Nutzung von Ressourcen und Energie. Und wir sind heute hier eher auf der Analyseseite. Und das, so ist auch der Titel im Prinzip des Diskurses, so ist das Spannungsfeld heute aufgebaut. Wie bewegt man sich in diesen Feldern? E&E deckt also mit den 5 Profilthemen ein sehr breites Feld im Bereich Energie und Umwelt ab. Unsere Ziele sind Verbundforschung stärken, Innovation stärken, Identität und Sichtbarkeit schaffen, Nachwuchs fördern, Feedback und Infrastruktur bereitstellen und Dialog. Und wegen Dialog sind wir heute hier. Das ist der E&E-Diskurs, ist ein Teil dieses Dialoges. Sie haben hier vielleicht schon, wenn das der erste E&E-Diskurs für Sie ist, dieses Think, Link, Do gesehen, was hier uns überall anleuchtet, förmlich. Think, Link, Do, was steckt da dahinter? So verstehen wir uns. Wir wollen vordenken. Peter Pelz hat mal gesagt, wir wollen nicht nachdenken, sondern vordenken. Wir wollen also vordenken und wir wollen auch verbinden die Disziplinen hinweg, die Forschenden miteinander verbinden, weil wir glauben, dass bei den großen gesellschaftlichen Fragestellungen diese Verbindung sehr wichtig ist. Und wir wollen damit nicht aufhören, wir wollen dann auch tun. Also Think, Link, Do. Das ist unser Motto bei E&E. Ich heiße Sie nochmal alle sehr, sehr herzlich willkommen und möchte jetzt das Wort auch direkt an unseren Vizepräsidenten Thomas Walter, Vizepräsident für Innovation und Internationales geben. Thomas Walter wird zu uns sprechen und uns auch nochmal diesen Aspekt des Transfers, des Dialoges, wir nennen das Exchange, etwas näher bringen. Vielen Dank, herzlich willkommen und Thomas, bitte. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Eisenhardt, lieber Herr Bothe, lieber Herr Kähler, lieber Herr Kirsch und liebe Gäste. Vielen Dank, Peter, für die freundliche Ankündigung meiner Person und ich freue mich sehr,
heute Abend hier zu sein und Sie im Namen des gesamten Präsidiums der TU Darmstadt sehr herzlich an unserer Universität und dieses schöne Haus, das Lichtenberghaus, zählt ja dazu, begrüßen zu dürfen. Das tue ich ausgesprochen gerne, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens interessiere ich mich als Professor der Physik quasi von Haus aus für das Thema Energie. Zweitens ist das Forschungsfeld E&E, Energy and Environment, ein gleichermaßen hochinteressantes wie hochrelevantes. Und drittens bietet sich mir hier die Gelegenheit, über etwas zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt, und Peter hat es schon angedeutet, und dessen Spiritus Rector im Format des heutigen Abends manifest wird. Im Vorgespräch nämlich konkretisierte die Koordinatorin dieser Veranstaltung, Frau Stefanie Warmuth, die Ziele des E&E-Diskurses als das Vorhaben der in diesem Forschungsfeld tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, den Dialog, die Kommunikation zu intensivieren. Und zwar sowohl nach innen, also innerhalb der TU Darmstadt-Community, als auch nach außen, also in dem, was wir gemeinhin und allgemein als Gesellschaft bezeichnen. Und wir lesen im Ankündigungstext zu heute: Mit dem E&E-Diskurs bieten wir ein offenes Format für den kritischen und fundierten Austausch mit Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Gesellschaft an. Und dieser Name dieser Veranstaltung ist also Programm. Und nicht nur das, der Begriff Diskurs erweitert den des Dialogs, indem er in eine gesellschaftliche Dimension überführt. Und lassen Sie mich kurz darlegen, warum das wichtig ist. Als Universität bewegen wir uns nämlich mitnichten in einem luftleeren Raum oder schauen gar aus einem Elfenbeinturm auf die Welt unter uns herab. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eingebettet in die Gesellschaft und sind mitten in ihr. Und wenn Sie schon mal im Zentrum von Darmstadt waren, dann wissen Sie, das Residenzschloss als einer der zentralsten Orte der Universität veranschaulicht dies in hohem Maße. Mit der uns umgebenden Welt befinden wir uns kontinuierlich in Prozessen der Wechselwirkung. Sie umfassen, der zitierte Einladungstext benennt sie, Agierende aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Gesellschaft. Und das geschieht ausnahmslos über sprachliches einander mitteilen. Wollen wir über die auch sprachlichen Grenzen unserer Fachdisziplin hinaus verstanden werden, verlangt dies tatsächlich Übersetzungsleistungen. Und Übersetzungen ist dabei ein Aushandlungsprozess, in dessen Verlauf wir uns gegenseitig immer wieder versichern müssen, einander tatsächlich verstanden zu haben. Denn es geht bei gelingender Kommunikation stets um einen wechselseitigen Austausch, und das englische Wort dafür lautet Exchange. Und genau diese Bezeichnung in leicht veränderter Schreibweise, nämlich Exchange mit nur einem X, trägt die Strategie der TU Darmstadt für ihre neben Forschung und Lehre dritte Leistungsdimension, eben die sogenannte Third Mission. Und was meinen wir damit? Um unsere Universität als Forschungs-, aber auch als Lehr-Lernort fit zu machen für die Welt von heute, von morgen und von übermorgen, entwickelte das Präsidium in einem partizipativen Prozess, also im Diskurs, mit den TU-Mitgliedern aller Statusgruppen seit 2020 eine Gesamtstrategie, die sich aus insgesamt 7 Teilstrategien zusammensetzt. Und eine dieser Strategien ist eben die der Third Mission. Und wir nennen sie durchaus im Sinne einer Marke eben Exchange, wie schon erwähnt. In dieser Strategie führen wir aus, und ich zitiere: Exchange der TU Darmstadt bezeichnet den wissensbasierten, verantwortungsvollen und partnerzentrierten Austausch von Ideen, Wissen, Erkenntnissen und Technologien, sowohl innerhalb der TU Darmstadt und mit der Wissenschaft, als auch mit externen Partnern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Für uns ist also Third Mission nicht einfach nur ein Transfer in eine Richtung, Innovation von der Universität in die Industrie zu bringen, sondern wir definieren das wesentlich umfassender, eben mit allen Partnern der Zivilgesellschaft und eben in einem, und das ist uns ganz wichtig, Diskurs. Auf diese Weise entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern ein wirkungsvolles, vielfältiges und zukunftsweisendes Innovationsökosystem, das wesentlich zum Gelingen fundamentaler Transformationsprozesse beiträgt. Neben diesem umfassenderen Ansatz als nur Transfer in eine Richtung hat unsere Exchange-Strategie vor allen Dingen 2 Besonderheiten.
Wir wollen auf die Partner zugehen und ihre Sichtweise und Sprache verstehen und uns darauf einlassen. So wie für den einen das Logo ein G enthält, könnte es für den anderen eine 8 sein oder das Unendlichzeichen. Und diese Bereitschaft, die Welt mit den Augen des Partners zu sehen, bezeichnen wir als Partnerzentriertheit. Und diesen partnerzentrierten Austausch stellen wir uns vor allem auch als Wechselwirkung in einem multidirektionalen Verfahren vor. Wir beschreiben es als einen Prozess von Push und Pull. Das heißt, als innovations- und gründungsstarke technische Universität tun wir beides. Einerseits Transformation aus uns heraus initiieren, ebenso wie auf Bedarfe und Entwicklungen, die von außen auf uns wirken, reagieren. Wir sind überzeugt, Technologie und technologischer Fortschritt sind nicht losgelöst von Politik, Staat und Gesellschaft und den in sich in ihnen abspielenden Aushandlungsprozessen. Gestern wie heute bergen sie mitunter große Konfliktpotenziale. Städtische Großbauprojekte wie Stuttgart 21, die Installation von Windrädern in ländlichen Gebieten oder auch Themen wie künstliche Intelligenz, Big Data und gelingende Wissenschaftskommunikation in Zeiten einer Pandemie sind Gegenstand kontrovers geführter Diskurse. Beim Tag der RMU, vergangenen Freitag an der TU Darmstadt, bekräftigte unsere Präsidentin Tanja Brühl diese Auffassung und führte zu den an diesem Tag besprochenen Inhalten aus. Ich zitiere: Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit sowie den Wissenstransfer in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gemeinsam intensivieren können. Gleichzeitig möchten wir unsere Region als Wissenschaftsstandort weiter stärken. Dazu bedarf es beider Dimensionen von Forschung, der der Grundlagen und der der Anwendungsorientierung. Kollege Peter Pelz und auch du, Peter, ersetzen diese Begriffe übrigens durch Analyse für Grundlagen und Synthese für Anwendung, wie wir eben in deiner Folie gesehen haben, was ich für einen interessanten und diskussionswürdigen Vorschlag halte. Ich freue mich daher sehr auf die drei Vorträge, die wir heute Abend von Ihnen, lieber Herr Bothe, Herr Kähler und Herr Kirsch, hören werden, genauso wie natürlich auf die Podiumsdiskussion. Und wir werden dann diese Frage aus verschiedenen Perspektiven hören und ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Heute Abend erleben wir damit Exchange at its best. Und damit beides ineinander greift, die Grundlagenforschung oder Analyse und die Anwendungsorientierung, Synthese, die akademischen und die außerakademischen Sphären, damit wir also in einen echten Prozess, echten Austausch, einen partnerzentrierten Austausch auf Augenhöhe treten können, benötigen wir Übersetzung, sprichwörtlich. Und wir müssen die Fachsprachen der Wissenschaften in allgemeine verständliche Alltagsbegriffe übertragen, um verstanden zu werden und dadurch schlussendlich auch die zunehmend dringlich benötigte gesellschaftliche Akzeptanz wissenschaftsbasierter Erkenntnisse zu erhöhen. Und der heutige E&E-Diskurs leitet genau dafür einen Beitrag. Vielen Dank. Applaus